Hallo allerseits, heute am Montag, dem 25. April 2022 und willkommen zu einem neuen Video aus der Serie Pattaya Street View. Und ich starte hier heute die Tour durch die Tepasit Road. Ich fahre von der Tepasit Road hier an der Sukhumvit starten wir. Von hier die Tepasit Road bis zum Ende und dann weiter noch ein Stückchen bis zur Zeuzehnder Tabraya Road zum Silan Puri, denn dort ist heute Abend Soft Opening. Und wer da noch hin will, hat dann schon mal den Weg, wenn er von der Zukunft kommt. Und wie ihr seht, das Hotelmobil ist wieder leicht modifiziert, ohne Dach. Denn vor zwei Tagen, als ich das Video am Mahaprasad machen wollte und losfuhr, brach eine der Haltestützen des Daches, weil die Schweißnaht oder Nähte, ja, Teilqualität hatten, sage ich einfach mal so. Ich habe mich dann entschieden, nicht zu reparieren oder reparieren zu lassen, sondern das Dach einfach zu entfernen. Und nach den ersten Fahrten, die ich nun mit diesem Teil gemacht habe, muss ich sagen, es fährt sich wesentlich besser. Und die ganzen Knargeräusche, die vorher bei den Videos waren, sind verschwunden, sind nicht mehr da. Ihr werdet es jetzt selber sehen können. Denn ich habe hier nun auch, statt der Haltestützen für das Dach, ist hier nun eine Halterung für die Kamera und eine gute Perspektive. Ich habe schon mal vorher einen Test gemacht. Ich war zufrieden. Also, wir fahren jetzt gleich los Richtung Tabraya Road hier von der Sukhumvit. Bis gleich. So, auf geht's hier in die Tabraya Road. Freitag bis Sonntag ab 17 Uhr immer geöffnet. Thank you.
So, und hier sind wir nun am Ende der Tapas Rot und stoßen auf die Tapraia Rot. Links geht es Richtung Jomtien Beach, Jomtien Beach. Und rechts geht es Richtung Südpattaya. Und wir fahren jetzt weiter bis zur Zoll 10. Schild war da nur als Hinweis. Weiter in die Parkplatz. Vom Parkplatz mit einem Shuttle dann zum Restaurant. Also dann, vielleicht sehen wir uns ja heute Abend hier zum Soft Opening. Bye bye.